Dann schauen wir, wie man fliegen kann. Ah! Geilo! Jetzt kann man einfach überall hin. Rasen sterben die ganze Welt hier. Was ist das denn? Lol. Irgendwas. Ist das geil, oder? Was ist denn hier? Was schickt das denn so gewesen, ne? Ja. Okay, dann suchen wir diese komischen Inseln. Ist hier, glaube ich, im Norden irgendwo was. Da. Jo, wo landen wir zuerst? Da ist ein Dörfchen. Da möchte ich hin. Kirwan. Die Menschen in Kirwan sind seit Generationen von der Außenwelt isoliert. Aber die Überwesen auf dieser Insel sind Wesen des Bösen. Sie bringen nur Leid. Diese Überwesen sind unbeschreiblich böse. Der letzte Shop im Spiel. Wir haben hier die stärksten Waffen der Welt. Greift alle Feinde an. Ansichtssache. Trifft alle Gegner, wird besonders Beginnern, die den Donner fürchten. Rüstung. Legendären Gegenstand aus dem Turm tragen. Ich kann das führen. Ich wusste bisher nicht, dass es gute und böse Überwesen gibt. Ich habe immer an höhere Wesen geglaubt, aber warum mussten ausgerechnet die Bösen kommen und nicht die Guten? Das ist doch nicht fair. Warum werden wir so bestraft? Was haben wir getan? Der Älteste ist oben, ihr könnt ihn besuchen. Wie heißt du, junger Mann? Mein Name ist Maxim. Maxim. Lisa, Marie, Clara, kommt mal bitte hierher. Was meint ihr? Fühlt ihr etwas? Ja, ich fühle eine starke Energie. Er scheint es zu sein. Er könnte die Siegel brechen. Ja, das denke ich auch. Wovon redet ihr überhaupt? Höre meine Worte, Maxim. Wir sind seit Generationen die Untertanen der Höllenfürsten. Sie gaben uns Waffen, Schilde und Helm, die wir in den Turm verwahren. Es gibt drei Türme, einen auf Dash, einen auf Isht und noch einen auf Inchel. Die Höllenfürsten versiegelten die Waffen in den Turm. Nur der Auserwählte kann die Siegel brechen. Ich glaube, Daos und seine Höllenfürsten wollen sich die Waffen holen. Heißt das, die Waffen sind nicht mehr unter Verschluss? Nein, noch sind sie versiegelt. Daos ist doch ein Überwesen, kann er die Siegel nicht brechen? Um die Siegel zu brechen, braucht man etwas Besonderes. Was denn? Dieses Mädchen hier. Diese Mädchen hier. Was? Die Mädchen können Energiewellen auffangen und konzentrieren. Du meinst, die Energie ist der Schlüssel für die Siegel, genau. Das Geräusch. Maxim, mein Name ist Lisa. Bring mich auf die Spitze des Turms. Ich bin der erste Schlüssel. Aber keine Angst, mir wird nichts geschehen. Ich besitze diese Gabe, um die Welt zu retten. Willst du gehen, Maxim? Ja, es ist an der Zeit. Und auf welchen Turm? Jeden Fall geil, ey. So, nochmal schlafen. Hat keine Mana mehr. 10 Goldmünze die Nacht ist doch nicht zu viel verlangt. Wollt ihr bleiben? 10 Goldmünze ist dann nichts, ja. Können wir gleich hier bleiben. Mm-hmm.
Erster Siegelturm. Sphinxen. Hier ist man Level 56, bin ich jedenfalls gerade mit Athea und wahrscheinlich die anderen in Level drüber. Wenn man hier mit 99 hingeht, dann ist das schon ziemlich viel einfacher hier. Rätselfluch. Oha. Athea ist verwirrt. Und Guy auch. Das ist ja mal mies. Knall. Boah, du hast genau die richtige Angriffe. Schön, schön. Steinwurf. Es Eisring. Frostfee, ihre kalte Macht trifft Gegner hart. Megazyklop. Hoppla. Die haben bestimmt so 2000 Life. Wenn die Zyklopen schon 1200 haben. Uiuiui, das kann dauern. Von den Zyklopen machen zu viel Schaden, ne? Es Wasserring. Was haben wir da? Höllenboote. Kraft des Lichts setzt den Gegner zu. Krachwurm. Stärkste. Die anderen machen nur sowas wie Vampirkuss oder so. Oh, ein Nachtdrachen.
Kadabra. Ist ja mal krass, wie viele Gänge es hier gibt. Ab. Freund, verpiss dich.